Freunde, und da sind wir bei unserem kleinen neuen Wer 1 Let's Play. Ja, wie man vielleicht sieht, geht's hier direkt rasant los. Wir fliegen mit einem Helikopter und fahren bei den automatischen Granatwerfern. Wow! Ja, wir sind gerade beim Einfall in der Stadt. Ja, mit zwei, drei Rollen und machen hier eine kleine Party. Und wir werden anscheinend schon. Und zwar doch einfach mal die Granate bei dir. Und hier, wow! Überhitzt schnell und das auch noch richtig klar. Wow, toll. Ey, sag mal, warum ist der so schnell überhitzt? Ich meine, das ist doch gar nichts. Wirklich gibt. Also diese automatischen Granatwerfer, die werden sogar von der Bundeswehr eingesetzt. Das ist extrem. Wenn man sich denkt, dass die wirklich so eine zerstörende Wirkung haben. Voll in die Fräse, Digga. Okay, landen wir jetzt irgendwo oder fliegen wir jetzt endlich lange so. Ich will töten, verdammt! Infanterie stößt. Wow. So nicht, mein Freund. Ein Stoßtrupp wird genagelt. Kapiert. Okay, 2 Kilometer weiter. Lass gehen, Digga. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss übrigens zwischendurch immer noch so am Mikrofon rumjustieren und gucken, wann die richtige Lautstärke und am möglichst wenigsten rein atmen, wie ihr vielleicht gerade gemerkt habt, da ist. Also ich platziere das jetzt so rechts neben meinem Mund, mal sehen, wie das so funktionieren wird. USW. Ich sehe keinen. Ach da. So, hallo, hallo, hallo. Dann machen wir es uns doch direkt ein Stückchen einfacher, hoffentlich. So. Haben wir jetzt vielleicht schon ein paar Leute gekriegt und... Hau rein, Lieutenant Volker. Warte mal, Volker ist doch eigentlich ein Vorname und kein Nachname. Bumm. Wuhu. Also Freunde, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich habe schon längere Zeit nicht mehr gespielt, also entschuldige mich, ich mich schon im Voraus dafür, dass ich vermutlich 10 Millionen Mal an so einer einfachen Stage verrecken werde. Also nicht übel nehmen, aber umso mehr Zeit könnt ihr mit mir und meiner tollen Persönlichkeit verbringen. Naja, ein recht martialisches Lachen hätte jetzt eher gepasst als so ein leichtes, lowes Hihihi, aber... Naja, man kann ja nicht alles im Leben haben hier. Ne? Hallo? Guten Tag. Ich bin ein Freund der Familie. Hi. Hi. Oh, cool. Nein, krieg ich nicht. Flashbang! Tube. Ihr müsst es mir auch nachsehen, dass ich jetzt ein bisschen am Rumtuben bin, da ich sonst vermutlich absolut verscheißen werde. Also, ihr dürft es mir nicht übel nehmen, aller scheiß Tuber, Noob, Kacki, Boon, bla bla. USW, aber ihr wisst vermutlich, was ich meine. Das bekommt man ja mittlerweile ziemlich oft in MW2 zu hören, auch wenn man nicht tubt. Aber okay, das ist jetzt nebensächlich. Ho, 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 ho. Wow, 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 wow. Verdammt! Ark! Ja, okay, das hat man ja schon gesehen. Aber okay, dann geht's jetzt wieder weiter hier.
Nein, verdammt, ich will immer auf den Granatwerfer wechseln und dem aus Versehen immer einen Dings. Ihr wisst, was ich meine. Unser nächstes Let's Play wird übrigens Mafia 2. Das habe ich so entschieden. Und wenn es euch nicht gefällt, naja, dann ist es mir auch recht egal. Ja, das wollte ich euch nur schon mal vorwarnen, sozusagen. Also, ihr wisst, was ich meine. So. Jetzt gehen wir ein bisschen taktisch vor. Und werfen Flashbangs und so ein Kack. Und flashen uns selber. Weil das sehr taktisch ist. Das machen alle heutigen Einheiten. Boah, wo kommt der denn? Wo kommt der Mistsack jetzt her? Ja, erster Stock. So, diesmal habe ich es sogar geschafft, direkt auf den Granatwerfer zu wechseln. So. Da und da. Da. Und ja, das war's dann hoffentlich erstmal. Nein, doch nicht. Tja, angeschmiert. So, jetzt warte ich erstmal. Wo? Ach, oben. Ach. Lol, generell wird davon abgeraten, über dem Gebiet abzuspringen, das gerade bombardiert wurde. Klug, durchaus. Also, ich weiß nicht, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ich meine, solche Klugheit und Weisheit in einem Satz, das gibt's ja gar nicht. Junge, Junge, Junge. Wow, denkst du, Mistsack. Und One Hit. Und in den Kopf. Und hört auf. Okay, ich muss jetzt mich erstmal total. Achso, wenn der Feind in Reichweite ist, bist du es auch. Okay. Das hört sich fast an wie Murphys Gesetze. Auf den Krieg bezogen. Theoretisch. Ja, ja, ich kenne Murphys Gesetze. Ich bin doch ein Teil der kultivierteren Bevölkerung. Muss ich mal so sagen, nebenbei. Naja, okay, ich zock Shooter. Also, RCL würde da natürlich was anderes sagen, aber. Was wissen die schon? Naja. Oh, so, jetzt bleiben wir in Deckung, bis das komplett weg ist. Der rote Rand um unseren Bildschirm. So. Ich frage mich, ob hier immer mehr Gegner kommen oder ob das endet und wir dann ganz gechillt weiter können. So, du kommst jetzt auch mal hier. Hölle und so. Du auch, du auch. Wisst ihr nebenbei, dass heute Gedenktag ist? Also gesetzlicher Gedenktag an die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Tut mir leid, dass ich da jetzt so respektlos erscheine, aber ich will auch das jetzt eigentlich gar nicht so vertiefen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil, naja, ich es mal erwähnt haben wollte. Ja, okay. Dann Flashbang und Storm the Front. Hallo? Ei. Hallo, my friend. Okay. Oh, Aufklärungsdaten. Gut. Ich weiß, ich habe bestimmt schon 10 Stück bisher übersehen im ganzen Spiel und ihr hasst mich alle sehr. What the fuck? Ihr hasst mich alle dafür, aber das ist mal nebensächlich. So, hinter der Säule. Halt mal. Ich glaube, der hält ab jetzt nichts mehr. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Ist hier noch einer? Es wäre zu offensichtlich gewesen, wenn ich jetzt nochmal verreckt wäre. Also. Ach, wir sind wieder hier. Wir sind wieder hergekommen. Aber finde ich jetzt nicht gut. Hi, wieder nochmal Lieutenant Volker. War ja nicht eben noch Private? Welches?
Das C-Team 6 hat eine mögliche Atomwaffe in Al-Azad-Palast im Westen entdeckt. Ich will hier nicht sein. Einsatzteams sind unterwegs. Alle zurückziehen, bis die Waffe als sicher eingestuft wurde. Over. Eine Atomwaffe ist niemals sicher. Passiert. Oh. Ja. Das war dann ein Spielfehler. Ich habe eigentlich gar nicht die linke Maustaste gedrückt. Das war nicht, das war ein Bug. Bumm. Armes Ding. Verreck. Oder müssen wir jetzt erst anhalten? Ja, passiert. Ja, habe ich nicht bemerkt. Ja, und die sind jetzt bestimmt alle tot. Ja, okay, dann. Ja, holen wir den Piloten da raus, wenn wir können. Dann. Ja, eine Minute, komm, das kriegen wir schon hin. Ich meine, so viele können ja hier jetzt gar nicht ankommen. Ja, den Spruch habe ich schon damals bei Stargate gehört. Ey, sag mal, guckt das eigentlich jemand von euch? Stargate SG-1 oder Universe oder Atlantis, wenn's... Den hat man noch nicht mal gesehen. Das ist doch total unfair und unlogisch und inhuman. So, jetzt gehen wir wieder taktisch vor. Also guckt einer von euch Stargate, SG-1, Universe. Also SG-1 fand ich persönlich selbst am gelungensten, weil Universe wurde irgendwie, da hatte man so das Gefühl, als hätten die Producer eigentlich einfach gesagt, nee, das gucken uns wenige, das produzieren wir nicht mehr. So, also, ihr wisst, was ich meine, wenn ich es geguckt habe. Ah, komm mit, Süße. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. La 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 la. Hallo Lieutenant Volker. Outlaw, hier Kommando. Wir haben eine mögliche atomare Bedrohung in der Hauptstadt. Auf Mindestsicherheitsabstand 10 bis zur nuklearen Notseinsatz die Situation freigeben. Aha. Warum? Also ich will jetzt nicht spoilern, aber ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, was geschehen wird, oder? So, dann verpissen wir uns erstmal hier lieber jetzt. Wow. Tschüss. Okay. Das war dann eine Atombombe. Und wir gehen anscheinend runter und brauchen selber mal ein bisschen Rettung. Am Arsch, glaube ich. Ich glaube, wir werden nicht gerettet. Ja, was ist passiert? Mensch, was ist denn hier los? Okay, das war jetzt ein ziemlich fetter Lag. Boah, das gibt's doch gar nicht. Im Spiel lief doch alles normal und wegen so einer kackigen Filmsequenz pisst er hier weg.
gibt's doch gar nicht. Ja, ich würde mal sagen, das war's mit Mr. Sergeant Paul Jackson, USW. Oh, ihn gibt's noch? Das gibt's ja gar nicht. Das möchte ich jetzt gerne mal sehen. Hallo? Anybody alive here? You maybe? No, eher not. I think so. Let's get out of this Fahrzeug. Nicht ganz gemütlich. Mehr so Ferienparadies und so. Ja, dann krabbeln wir mal hier raus. Ich entschuldige mich dafür, dass es so langsam ist, aber es geht nicht schneller, leider Gottes. Und ich glaube auch, dass es keine gute Idee ist, hier einfach so rauszuklettern in nuklearen Sturm. Können wir hier einfach so raus jumpen? Au. Ja. Ich würde mal sagen, das war es erstmal hier. Wow. Okay. Werden wir wohl gerettet oder? Wo müssen wir überhaupt hin? Okay, wir haben keine Missionsziele. Sollen wir jetzt hier einfach so rumcreepen? Oder sind wir etwa jetzt tot? Tja, was ist da wohl gerade geschehen? Okay, wie man da sieht gerade, Sergeant Paul Jackson hat den Status KIA erhalten, also Killed in Action, das heißt eigentlich einfach so viel wie tot. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt auch gleich erstmal. Ich lasse die Filmsequenz noch laufen. Danke, Nikolai. Na, Humor hat er. Okay, ja. Wir warten jetzt noch, bis er zu Ende geladen ist. Dann beende ich die Aufnahme, schneide, rendere und stelle die Folge nach oben, Freunde. Und ich habe schon wieder vergessen, Steam auszumachen, muss ich sagen. Ich vergesse das immer, wenn ich in der Aufnahme starte, sage ich mir, Digga, du musst Steam ausschalten. Nein, ich vergesse es. Bis dann, Freunde.